Gas. Und ich denke mal, wenn wir jetzt hier die Kurven hinter uns haben, dann wird Sixel auch den nötigen Vorsprung haben, um dann auch in der nächsten Runde dann auch wirklich wegzufahren. Das aus, also nicht schlecht. Machen wir noch mal Reihenfolge. Jetzt 17 Minuten vor oder 18 Minuten vor Schluss. Also Thomas Batz geführt. Hermann vor Florian Sixel und auf der 3 dann Jonathan Ertschin. Auf der 4 Markus Broich. Also der ist hier irgendwie wieder rangekommen an die Gruppe. Claudio Stockert auf 5, auf der 6 mit. Ja, Probleme, wie es aussieht. Frank Fleini. Tobias Soltau auf der 7. Auf der 8. Robin Stark. Auf der 9. Frank Schuster. Auf der 10. Martin Reinheimer. Auf der 11. Marcel Habermann. 12. Yannick Bock. 13. Stefan Wilke. 14. Andres Geisler. Heiko Scheuermann auf der 15, auf der 16 Sascha Wohorny, auf der 17 Günther Hessbrücken, auf der 18 Sascha Lukesch, auf der 19 Sebastian Kowalke und dann haben wir den Führenden auf Platz, Gesamtplatz 20, den Führenden der GT-Wertung, Johannes Schafranka, der es hier nach wie vor richtig krachen lässt. Robin Ricke auf Platz 2 der GT-Wertung, auf Platz 3 Jochen Stellberger, nicht weit weg davon Frank Schmidt. Daniel Ehrlich auf der 5. Das ist jetzt richtig, habe ich es jetzt richtig erzählt? Jetzt bin ich nämlich gerade, habe ich gerade einen Faden verloren. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, Schafranke 1, Ricke 2, Stellberger 3, Schmidt 4, Ehrlich 5. Genau, Ehrlich 5. Der Richard Frahm auf der 6, auf der 7, Silvio Dörr. Ich denke mal, dafür, dass er mit dem Auto nicht klarkommt, mit der Strecke nicht klarkommt und überhaupt gar kein Setup hat, ist das ein versöhnliches Ergebnis hier, so er das ins Ziel fährt. Auf der 8 Roberto Schünemann, auf der 9 Kai Koch, auf 10 Andreas Eigel. Da haben wir ihn. Ich glaube, da hat es jetzt hier gerade irgendwas gegeben, was uns so ein bisschen hier durcheinander bringt. Genau. Quatsch, mache ich denn hier? So, da haben wir den Andreas Heigel. Dann den Kai Sichowski. Man glaubt gar nicht, was so ein Porsche für Kofferraum hat. Andreas Mehnert. Rübeff. Bär. Ja, und dann kommen schon die Ausgefallenen. Also 33 Autos momentan noch im Rennen. Also nach dem sensationell wenig geringen Ausfallquote in Sebring hier dann jetzt doch ein paar mehr. Aber das ist jetzt wirklich so, ja, der Standard. Also alles, was so zwischen einem Viertel und einem Drittel ist, ist eigentlich normal. So schade, wie es für die ausgeländen Teams ist, aber es gibt eigentlich kaum Rennen, die weniger oder mehr ausfallen. So. Denn schauen wir uns das Ganze mal hier auf 3 und 4 an. Jonathan Ertschin gegen Florian Sixel. Ich befürchte nur, so wirklich Waffen hat Ertschin hier nicht mehr. Auch wenn ich ihn, da ich ihn ja recht gut kenne, fahrisch schon so stark einschätze, dass er hier Sixel Paroli bieten könnte. Aber Sixel hat Reifen gewechselt, Ertschin nicht. Und von daher. Und dann ist er irgendwie auch noch leicht unkonzentriert, wie wir vorhin zweimal hintereinander auf der Start-Zielgeraden gesehen haben. Also,
bisschen im Auto um. Eigentlich wollte ich, möchte ich die Heckkamera, da ist sie. Aber die ist ja blöd. Da sehen wir ja gar nichts. So, ich sehe gerade, Robin Ricke ist nochmal in der Box. Er kommt da jetzt gerade raus. Ganz kurz, das ist wohl mehr ein Splash and Dash. Der hat sich da wohl irgendwie etwas mit dem Sprit verrechnet. Behält aber seinen zweiten Platz, aber vergibt jegliche Chancen, da nochmal an Schafranka ranzufahren, so der nicht auch nochmal rein muss. Moment. Da haben wir Herrn Schafranka. Schafranka hier aus der Kurve raus, da haben wir schon ein paar Mal gesehen. Doch, der kommt auch nochmal rein. Also dann ist das doch nicht so, ja, sondern hier hat man wohl etwas, ich weiß es nicht, ich hätte mich vielleicht vorher mal mit der Strategie hier, die hier möglich ist, auseinandersetzen sollen oder mal jemanden fragen sollen. So, ach, was mache ich denn jetzt hier? 21, der Robin Ricke, genau, den wollen wir jetzt haben, da wollen wir sehen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was der Junge hier treibt. Lange gedauert. Doch, Schafranka ist schon lange wieder draußen, also keine Gefahr. Stellberger auch mit deutlichem Abstand auf Platz 2, hier Dritter. Aber Frank Schmidt hat sich hier sukzessive wieder nach vorne gekämpft. Hatte wohl doch irgendwas mit dem Boxenstopp zu tun, aber da muss auch noch was gewesen sein, weil der war ja wirklich ganz vorne dabei. Also ganz sicher bin ich mir da nicht, aber vielleicht sehen wir hier bei den beiden zumindest noch einen schönen Showdown. Sixel und Ercin, das ist zwar das Knappste, was wir momentan haben, aber wie gesagt, chancenlos für Ercin, der jetzt auch schon 1,8 Sekunden hinter Sixel ist, mit abgefahrenen Reifen, Sixel auch mit frischen Reifen unterwegs, also sehr unwahrscheinlich, dass da noch was gehen könnte. Also insgesamt, sagen wir mal, bis auf die paar Patzer, die es hier gegeben hat, die wir gesehen haben, auf so einer Strecke mit so vielen Autos, dass das so fair abläuft, also super. Kompliment hier an, großes Kompliment an die Fahrer. Das ist wirklich ganz, ganz großer Sport. Also fantastisch anzusehen und natürlich auch zu kommentieren. So, hier sehen wir es. Also Sixel, da ist sicherlich noch ein bisschen was bei dem Überrunden. Oh, jetzt haben wir so eine Situation. Da musste Sixel nochmal auf die Bremse und die ist nochmal auf der Bremse und Ercin ist wieder richtig dran. Das war die Corvette von Frank Schmidt, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Naja, das ist halt dann doch nicht so wirklich gegessen, das Ganze, weil es kann immer etwas passieren bei den Überrundungen. Wir haben es gerade gesehen. Der schnellere der LMP muss sich den Weg dran vorbei suchen. Und ja, manche GTs verharren da halt auch drauf.
was natürlich legitim ist, nicht immer gut, aber es ist legitim und dann passieren solche Manöver, dass man dann halt, hey, hier geht's ja gar nicht, ich muss nochmal runter und dann kommt noch eine Kurve und dann muss er dahinter bleiben und schon hat er 2 Sekunden verloren und der Kontrahent ist wieder dran. Das ist das, was diese Rennen ausmacht. Hier noch mal ein bisschen ins Cockpit. So, da gibt er jetzt auch noch mal Lichthupe. Das müsste auch passen hier beim Anbremsen. Ja, das passt auch. Also Erdschien auch diesmal wieder einer der Akteure, die hier doch für deutliche Action sorgen. So, Reinheimer nochmal in der Box, auf Position 10 momentan, mit ja, 20 Sekunden Vorsprung. Gucken wir mal, oh, hier kommt der Marcel Habermann und holt sich die Position, mittlerweile Platz 11. Stefan Hücke ist 10. jetzt. Und hier kommt Andreas Geißler, aber das sollte sich ausgehen für Reinheimer, also Platz 12 im Moment, wir haben 7 Minuten, etwas weniger. So, und Thomas Patzke, jetzt ist die Frage, ne? Also, vorhin haben wir ja so ein bisschen Stallorder gesehen, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann wäre es natürlich an Patzke, den Erdschien noch aufzuhalten. Also Erdschien wieder ziemlich weit weg, aber jetzt haben wir gesehen, musste Sichsel auch wieder ein bisschen... Mehr am Rutschen. Das sind die ersten drei. Also, Leute, da beschwert euch mal nicht. Die ersten drei innerhalb von, ja, 2 Sekunden. 2 Sekunden. So, Markus Broich, der wird hier wohl keine Rolle mehr spielen. Ich denke mal chancenlos. Also wenn da jetzt nicht irgendwie nochmal so eine Situation kommt, wo es irgendwie da vorne zu Problemen kommt, denke ich mal, ist das Ding gegessen. So, jetzt gehen wir nochmal zur GT-Klasse. Johannes Schafranka führt dort nach wie vor Robin Ricke, der jetzt hier irgendwie mal noch ein LMP durchlässt. Jochen Stellberger auf der 3 und da immer noch im ja, Sicht, guten Sichtabstand, Frank Schmidt. 1,8 Sekunden dahinter. Also auch hier könnte es nochmal eng werden, um den 3. Platz in der GT-Wertung. Nee, das hat sich jetzt erledigt, Jochen Schmidt. Kommt, Jochen Schmidt sage ich gerade, Frank Schmidt kommt jetzt nochmal in die Box für East Cup Racing 2. Also, da haben wir keinen Showdown, wenn, dann gibt es den Showdown hier. Wir haben jetzt noch 4 Minuten, jetzt ist die Frage, will jetzt Patzke gewinnen, darf er gewinnen? Wie geht das Ganze jetzt zustande? Weiß ich nicht so ganz genau, wer ist das da hinten? Habe ich jetzt nicht sehen können.
das war der Tobias Soltau. Oh, und einige sind jetzt noch in der Box, die sich hier noch einen Schluck Sprit abholen. Oh, da haben wir noch der Günther Hessbrücken. Ist jetzt gerade noch ausgefallen, in der 40. Runde. Wird mir gerade eben erst angezeigt. Oh, und hier wird es natürlich jetzt spannend. Also Erdschien kann aber den Speed mitgehen, auch mit den alten Reifen, aber er kann natürlich nicht mehr angreifen. Es ist allerdings auch möglich, dass zumindest Stixel das Ganze so ein bisschen kontrolliert. Opsala! Oha! So, und jetzt hier der Vortex-interne Kampf. Batzke gegen Stixel. Ich würde mal drauf tippen, dass Batzke einen Ticken eher bremst. Genauso ist es. Und jetzt ist er Zweiter. Jetzt wird es natürlich hier nochmal spannend, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass Erdschien hier gegen Batzke da vielleicht... Ja, ach, es ist schwer zu sagen, es ist schwer zu sagen. Ich kenne halt nur den Jonathan Erdschien gut, den Thomas Batzke natürlich auch richtig gut, aber so als Einzel immer nur im Team. Und hier als Einzelfahrer kann ich ihn schwer einschätzen. Auf alle Fälle sind das hier die ersten drei der LMP-Wertung. Das nenne ich ja mal knapp. Drei Vortex-Autos. So, und ich sehe der Frank Schuster, der ist auch noch ausgefallen. Uiuiuiui, das ist natürlich schon heftig. So, wir haben noch 1 Minute 28, 25, 24 und so weiter. So, und hier gibt es jetzt den Angriff von Jonathan Erdschien. Das, was ich beinahe erwartet, ist übertrieben, aber befürchtet habe, das passiert. Also Jonathan Erdschien geht hier nochmal vorbei an Thomas Batzke. Aber letztendlich ist es ja Banane, weil es ist ja alles irgendwie Vortex, wenn auch unterschiedliche Teams. Aber Erdschien hier schon mit Problemen. So, jetzt ist die Frage, wird Batzke fighten? Sieht momentan ganz danach aus. Ja, der geht auch nochmal innen rein. Upsala. So, und für Erdschien hält dagegen. Ja, ich denke mal, das war's. Jetzt kriegt er hier eine Lichthupe, aber das war, ja, gut, wenn Batzke nicht mitgespielt hätte, dann wäre es natürlich vorbei gewesen. Silvio Dörr hier mittenmang der drei Führenden, dass ihm da mal nicht Angst wird. So, und Erdschien greift jetzt Stixel an. Ja, ist es denn der Wahnsinn. Wir sind in der letzten Runde, die Rennzeit, die offizielle Rennzeit ist abgelaufen. Aber ich denke mal, das war's jetzt. Das war die letzte Chance für Erdschien hier noch vorbeizugehen. Ist noch nicht zu Ende. So, jetzt hier der Angriff. Der Angriff. Ich werde wahnsinnig. Gut, jetzt war es das. Keine Chance mehr, keine Chance mehr. Nicht. Oder. Ich werde irre. Ich werde irre. Erdschien hat die Nase ganz knapp vorne. Jonathan Erdschien gewinnt das wohl knappste Finale, was ich je gesehen habe. Es ist ja wohl der Oberkracher. Jonathan Erdschien. Ach du meine Fresse. Ja, was ein Wahnsinn.
Hier kommt Johannes Schafranka. Jonathan Erdschin gewinnt vor Florian Sixel und Thomas Batzke. Die LMP-Wertung. So, und hier kommen die GTs. Da haben wir auf Platz 1 Johannes Schafranka mit einem sehr, sehr beeindruckenden Start-Ziel-Sieg ohne wesentliche Fehler hier das Rennen gefahren, ohne größere Probleme. Alles sauber unter Kontrolle gehabt. Da kann man durchaus behaupten, da hatte die Konkurrenz wenig Chancen. Aber da ist auch eine ganze Portion Glück mit dabei bei den Überrundungen, dass da nichts passiert. Wir haben es gesehen bei Roberto Schünemann, bei dem ich glaube, dass es ihn auch in Sebring erwischt hat. So, jetzt macht er aber hier nochmal, ist er nochmal sehr leichtsinnig. Die müssen ja gerade noch mal so über Start und Ziel gekommen sein. Das gibt er ihm ja nicht drüber. Das ist ja wirklich wohl ein Vollblut-Racer. Mit dem Vorsprung hier. Ja, ich glaube, es sind auch Teamkollegen. Genau. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch an den Johannes Schafranka zum Sieg hier in der GT-Klasse in Offroad America. So, Robin Ricke, Zweiter, freut sich natürlich, reiht sich jetzt hier so ein bisschen ein. Und auf Platz 3 haben wir den Jochen Stellberger. Ja, tolle Sache, also ganz klar. Ja, Wahnsinn. Was ein Finale. Also, sorry, wenn das jetzt hier so ein bisschen... Aber was die Jungs hier vorne abgezogen haben, vor allem Jonathan Erdschin im Kampf mit Florian Sixel, das war ja wohl wirklich der Oberbrüller. Wir schauen mal eben ins Timing, wie die, mit welchem Abstand die ins Ziel gefahren sind. Nee, das kann nicht stimmen, was hier angezeigt wird. Das war knapper. Deswegen... Guck mal jetzt mal hier in die 7000stel Sekunden fehlten Florian Sixel zum Sieg. Also da wird man ja schon im Qualifying wird man ja schon vom Hocker springen bei so einem Abstand zwischen Pol und zweiten Platz. Aber hier nach 90 Minuten fährt Jonathan Erdschin in einem Sensationsfinale. Mit 7000stel Sekunden Vorsprung auf den ersten Platz. Ich drehe durch. Was ein Wahnsinn. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Grandios. Und ich würde dann die Herrschaften bitten, zu mir in den Channel zu kommen. Das ist ja wohl mal der Oberbrüller.